Hallo und herzlich willkommen zu einem Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Denn die letzten Tage und Wochen sind einige richtig gute Mods für das Spiel rausgekommen. Und die besten davon möchte ich mir mal in diesem Video mit euch gemeinsam anschauen. Und die erste Mod, die wir uns heute angucken werden, das ist tatsächlich eine Mod, die neue Deko-Elemente in das Spiel bringt. Und zwar 3 Helikopter und einige Fahrzeuge, also Autos, Motorräder, Traktoren, LKWs. Alles, was man eigentlich so braucht. Und das ist eigentlich sogar ziemlich cool, weil jetzt hat man nämlich auch die Möglichkeit, mit diesen Fahrzeugen dann auch einen alternativen Besucherbereich zum Beispiel zu machen. Also mit Parkplätzen, dass die Besucher dann nicht immer mit Monorail oder mit Helikopter kommen, sondern man könnte dann wirklich den Park mit so einem Parkplatz starten. Der sieht jetzt nicht ganz perfekt aus, den habe ich gerade auf die Schnelle gezaubert. Aber mit diesen neuen Fahrzeugen kann man das, glaube ich, schon richtig gut machen. Dann gibt es da auch einiges an Variationen. Verschiedene Modelle, verschiedene Farben. Ich glaube, man kann schon ganz gut sehen, in was für eine Richtung das geht. Und das sieht schon echt cool aus, oder? Könnte ich mir schon gut vorstellen als neuen Eingang so. Wäre mal was ganz anderes. Dass dann irgendwie so eine Straße am Park entlang führt. Und dann kommt man auf so einen Parkplatz und dann geht man von dort aus in den Park. Und die Models sehen auch echt richtig gut aus. Die haben sogar Nummernschilder. Kalifornien. Alabama. Die jetzt hier nicht, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das sieht schon nice aus. Wie hier so ein Enduro Dirtbike. Auch voll hochauflösend. Von Honda. Das sind sogar Markendinger. Das ist ja auch so ein süßes, so ein richtiges Touri-Fahrzeug. Ja, der Parkplatz sieht halt echt leider nicht ideal aus, aber da müsste man sich halt ein bisschen Zeit für nehmen, dass das gut aussieht. Das ist schon cool. Den kann man dann auch gut bei Industriebereichen und so verwenden. Es gibt ja auch noch so eine Platte, da kann man die auch drauf abstellen, als Parkplatz-Alternative. Die hat irgendwie so eine freie Stelle da rechts unten, seht ihr das jetzt, also hier. Keine Ahnung, wieso die da ist. Aber auf dem Screenshot von der Mod ist es halt so, dass da dort der LKW geparkt wird. Aber das könnte jetzt hier zum Beispiel auch als Parkplatz dienen. Ist ein bisschen schade, dass die keine, dass der keine Linien hat. Das wäre noch ganz praktisch gewesen, hätte man so platzierbare Parkplätze. Da könnte man so ein bisschen besser bauen, weil das ist mit dem Wegtool immer ein bisschen schwierig. Also hier stand dann der LKW und hier die ganzen Fahrzeuge auf dem Bild von der Mod. Sowas glaube ich eigentlich gedacht. Sieht aber schon echt sehr cool aus. Und ich glaube, mit dieser Platte kann man vielleicht auch andere Dinge dann noch machen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, müsste man dann ausprobieren. Aber die Fahrzeuge sehen schon mal sehr cool aus. Und das Coolste kommt jetzt noch, nämlich die Helikopter. Die bewegen sich nämlich sogar. Das ist schon richtig nice. Das heißt, man hat dann sogar einen animierten Helikopter, da wo man ihn haben möchte. Machen leider keine Sounds, aber ist trotzdem cool, dass die die Rotoren drehen. Sind halt auch dann die Originalskins aus dem Spiel. Einmal mit allen drei Organisationen. DFW, dann Jurassic World und Jurassic Park. Also alle Eras. Da fehlt natürlich noch die ganz neue, die Biosyn. Biosyn-Helikopter. Wie sieht der denn aus? Können wir uns auch nochmal ganz schnell eben angucken. Vielleicht kommt er auch nochmal mit einem Update mit rein, das wäre ganz cool. Ja, wenn man den noch platzieren könnte, wäre auch nice. Sieht nämlich auch richtig cool aus. Ja, ist schon eine echt coole Mod. Also diese ganzen Models hier und die drei Helikopter, die kommen durch die Mod ins Spiel. Und die überschreiben auch nichts oder so, die werden halt zusätzlich hinzugefügt. Und die nächste Mod, die bringt neue Wege für uns in das Spiel, beziehungsweise überschreibt die alten mit anderen Wegen. Ich kann die ja einfach mal einzeichnen, seht ihr das? Also ist leider nicht so, dass einfach neue hinzukommen, das wäre natürlich noch cooler. Aber aktuell werden halt alte Wege einfach überschrieben. Da haben wir zum Beispiel als Standardweg, wo normalerweise Asphalt ist, jetzt so einen Weg. Mit so kleinen Steinen.
Das ist übrigens extra ein Wegepack für das Biom Alpin und Taiga, also da, wo ich mich jetzt auch befinde. Also eher diese kälteren Gegenden. Kann man natürlich auch da verwenden, wo man es möchte. Aber es ist halt für dieses Biom gemacht. Ich zeige euch jetzt auch noch schnell die anderen. Da haben wir nämlich auch nochmal so eine Holzvariante bei dem teuren Weg. Sehr, sehr schön dunkles Holz. Auch sehr cool aus. Sieht sogar richtig so, als wenn das hier so reingeht, die Rillen. Also ist eine sehr, sehr gute Textur. Und dann haben wir auch noch den billigen Weg. Das ist dann so ein Dirtweg. Da kann ich auch nochmal an die Textur rangehen. Aber da seht ihr, das ist so ein bisschen Erde und so ein bisschen ja, Äste und sowas da drin. So Rindenmulch. Ein bisschen in diese Richtung. Oder heißt das Rindenmulch? Rindenmull? I don't know. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich weiß es gerade nicht. Es gibt bei der Mod aber auch noch eine Variante, wo man statt dem dunklen Holz so ein weißes Holz hat. Also das kann man sich auswählen, was man halt installieren möchte. Das sieht tatsächlich auch ein bisschen rustikaler aus. Aber gefällt mir auch sehr gut. Ist auch schön, dass man dann die Wahl hat, was man halt verwenden möchte. Und dann gibt es auch noch einmal eine Mod, welche neue Wege für das Wüstenbiom ins Spiel bringt. Da haben wir zum einen einmal so einen Sandstein. Das dürfte, glaube ich, der normale Weg sein. Ja, dieser hier. Also der Standard-Asphaltweg wird dann zum Sandstein. Dann kommt auch die Lücke auch noch. Und dann haben wir einmal den billigen Weg. Das ist schwarzer Sand. Ah ne, es ist wirklich Sand. Okay, es hat eine Sandtextur. Ist auch ein schöner Kontrast, ne? Also damit kann man bestimmt was machen. Und dann haben wir auch noch den teuren Weg. Das ist auch ein richtig cooler Weg. Der ist mit so ägyptischen Hieroglyphen und Symbolen. Das ist mein Favorit, der sieht richtig cool aus. Mega gute Idee, so als Weg. Und dann haben wir sogar nochmal eine weitere Wegemod, welche allerdings nicht biombezogen ist. Also es sind einfach nur nochmal andere Wege. Da haben wir einmal so einen sehr dunklen Stein. Dann haben wir hier sowas Edles, würde ich schon fast sagen. So ein heller Stein. Und dann nochmal ein helles Holz. Und auch hier gibt es dann nochmal eine Variante, wo das Holz zu so einem dunklen Holz ausgetauscht wird. Und dann haben wir als nächstes eine Mod, welche die T-Rexe aus dem Film als gefiederte Variante in das Spiel bringt. Das hier ist zum Beispiel jetzt das Männchen aus The Lost World, also dem zweiten Jurassic Park Film, gefiedert. Ich kann mal kurz pausieren, dann seht ihr das auch. Also hier sind schöne Federn dran. Und das ist dann halt auch der genaue Skin, den wir auch schon vorher im Game natürlich hatten. Hier haben wir ihn ohne Federn. Dann seht ihr auch den Vergleich. Das passende Weibchen dazu gibt es dann natürlich auch noch als gefiederte Variante. Das ist jetzt auch aus The Lost World. Also die vergessene Welt. Da hinten ist es dann nochmal ungefiedert. Also ich muss schon sagen, mit Federn sehen die wirklich irgendwie cooler aus. Also kommen sie sogar aufeinander zu. Ah, jetzt ist ja perfekt. Also jetzt kann man es halt genau sehen. Ohne Federn, mit Federn. Das hier ist jetzt der 2001er T-Rex. Also aus dem dritten Jurassic Park Film. Auch hier wieder gefiedert und dahinter ihn nicht gefiedert. Hat auch echt coole Farben. Das hier ist jetzt Big E.T. aus Kreidezeit. Auch in gefiedert und dahinter die nicht gefiederte Variante. Das sieht schon echt nice aus mit dem Fell.
zu guter Letzt haben wir hier auch noch den Dominion Rex, also von 2022, hier auch schön mit den Narben. Und dann auch als gefiederte Variante. Dahinter läuft wieder die ungefiederte Variante rum, die zeige ich euch auch gleich eben. Oh, guck mal, hier hat er noch viel mehr Narben. Das sieht schon cool aus. Vor allem sieht man die Narben auch unter dem Fell, oben am Rücken. Und dahinter ist dann einmal die normale Variante. Eine Sache fehlt allerdings bei der Mod noch, denn der einzige Skin, den wir jetzt nicht als gefiedert hatten, das ist hier der 1993er T-Rex, der aus Jurassic Park 1. Alle anderen haben wir gerade als gefiedert gesehen. Lost World Männchen, Weibchen, 2001, Big E.T. und 2022, also der Dominion Rex. Hier haben wir alle als gefiedert gerade gesehen. Das heißt, der 93er fehlt noch. Vielleicht kommt der nochmal mit einem Update von der Mod oder so. Würde ich mich sehr darüber freuen. Was allerdings auch noch ein bisschen blöd ist, ist, dass die gefiederten Varianten immer diesen hier überschreiben. Das heißt, ihr könnt euch beim Installieren der Mod immer nur aussuchen, welchen ihr haben wollt. Also ihr könnt zum Beispiel den hier installieren, das Männchen aus dem The Lost World Film. Und dann kommt er sozusagen, wenn ihr das hier auswählt. Hier würde der dann rauskommen. Und wenn ihr dann zum Beispiel das hier installiert, dann ist das hier wieder überschrieben. Also das heißt, ihr könnt immer jeweils nur leider einen von diesen hier auswählen, wenn ihr das Ganze installiert. Ist aber trotzdem cool, dass man dort halt so ein bisschen die Wahl hat, welchen Skin man halt als gefiederten Rex haben möchte. Aber vielleicht kommt das ja auch noch mit einem Update oder so, dass dann einfach hier zusätzliche Skins dazu kommen. Das wäre echt cool. So Leute, das soll es jetzt aber auch mit dem Mod-Vorstellungsvideo gewesen sein. Alle Mods, die ich euch heute gezeigt habe, sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls ihr mehr solcher Mod-Vorstellungsvideos sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Thank you.